So, meine Freunde, willkommen zurück bei Dead by Daylight. Endlich mal wieder als Survivor. Die letzten Folgen waren ja Killer-Folgen. Privat habe ich viel Survivor gespielt die letzten 2-3 Tage. Wir sehen auch, ich habe bei Laurie ein Perk ausgetauscht. Ich habe nicht mehr die Bindung dabei. Das heißt, ich sehe die anderen Survivor nicht mehr, aber ich habe jetzt die Selbstheilung. Ja, ich habe Laurie nämlich weitergelevelt. Ich habe auch ein paar neue Add-ons und Items gesammelt. Aber ich gehe wie immer nackt rein mit Laurie. Also ohne Items. Und ja, mal schauen. Ich werde wahrscheinlich die Survivor vorerst nicht prestigieren. Ich werde gucken, dass ich sie so level. Und wenn ich irgendwann mal Bock habe, dann wird prestigiert. Aber auch nur, wie gesagt, wenn ich Bock habe. Und genug Punkte, ne? Und vielleicht auch genug Zeit, um neue Punkte zu sammeln. Also urlaubsmäßig oder doppelte Blutpunktezeit, dreifache Blutpunktezeit. Anders werde ich nicht prestigieren. Zumindest die Survivor nicht. Und nun ja, schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, wer der Killer ist oder was für ein Killer wir haben. Es ist die Hexe. In der Lobby meinte halt einer, es ist auf jeden Fall das Schwein. It's the pig. Und naja, da hat er sich wohl getäuscht. Es ist die gute Lisa. Das könnte also eventuell heißen, wir könnten hier gut durchkommen. Wie wär's denn nämlich mal. Alter, nicht so laggy. Oh, sie hat den armen Kerl erwischt. Ah, er hat einen Strike. Gut zu wissen, dass ich nicht ihre Besessenheit bin. Ich finde es schön, dass hier ein Totem ist. Das mache ich mal kaputt. Bei der Hexe weiß man nie, was sie alles dabei haben könnte. Wahrscheinlich wird sie ein Hex-Totem-Perk dabei haben. Ruin scheint es nicht zu sein. Und wenn, dann höchstens auf Stufe 1 oder 2. Denn ich bin nicht von Ruin betroffen. Oder? Ich hatte noch keinen Fähigkeiten-Check am Generator. Kann das sein? Daran sieht man ja immer, ob Ruin am Start ist. Vielleicht sollten wir einfach mal an den Gen dort gehen und das überprüfen. Taschenlampe ist auch immer sehr gut gegen Lisa. Okay, kein Ruin, zumindest nicht auf Stufe 3. Stufe 2 und 1 erwischt ja nicht alle Survivor. Mit der Taschenlampe kann ich auf jeden Fall ein paar Fallen von ihr wegmachen, die sie da natürlich auch rumplatziert. Eine. Oh, nur eine. Es ist also keine Lisa, die da eine Million Fallen platziert. So wie ich. Haha. Die hat aber einen weiten Terrorradius. Meine Güte! Okay. Alle hingen, außer ich. Oh!
Geh weg! Hä, sie folgt mir nicht. Was ist das für ein Bug? Ah, sie geht da. Ah! Fuck! Warum wollte ich sie denn gerade blenden? Was ist das denn? Skandal! Die hat einen scheiß Gummiarm. Ja, komm. Ach, da ist auch gleich der Haken. Scheiße. Ja, das ist wieder super. Yeah, ich leg eine blöde Falle. Ich habe viel Survivor gespielt die letzten Tage. Ich bin voll vorbereitet, aber nicht auf eine Hexe. Gegen die habe ich schon ewig nicht gespielt. Und das ist heute meine erste Survivor-Runde. Das heißt, ich muss mich erst aufwehren. Ah. Einmal so die Knochen knacken lassen. Betatscht mich, liebe Claudette. Das mag ich. Danke. Oh, wieso ist hier eine Falle? Leco Mio, Alter. Boah. Ah, danke, Alter. Das ist ein bisschen laggy gerade gewesen und blockiert. Alter, was war das eben? Ah, wo kommt ihr denn her? Alter, was war das denn? Dafür werde ich doch nach der Runde wieder fertig gemacht. Hm, du hast uns blockiert. Ich wollte es doch nicht. Und hier ist der Keller, ne? Hä? Hier ist nicht der Keller? Ja, führ die Olle wieder hierher. Die hat mich safe gesehen. Ah! Spring! Am Arsch! Fuck you! Ey, man sieht die Fallen nicht. Ach, mich bringst du in den Keller. Mich bringst du. Alter, das ist aber auch laggy. Laggy as fuck. Alter! Alter! Oh, Entschuldigung. Alter, das leckt bei mir gerade. Das wollte ich nicht. Zieh das rein, die steht da hinten. Vor allen Dingen, ich habe gerade eben mal die Taschenlampe gedrückt. Das hat gerade eine Sekunde später geklickt. Habt ihr das mitgekriegt? Also das Klicken. Boah, das gibt doch wieder Anschiss in der Lobby im Aftergame-Chat. Oh nein.
Ich bin schuld, dass du stirbst. Verzeih mir, Claudette. Oh Mann. Ich hab. Oh, im Keller jetzt. Shit. Aber wie langsam ich auch die Palette umgeschmissen hab, ne? Sie hat sich sterben. Hat sie sich sterben lassen? Oh fuck, Alter. Ich muss wenigstens versuchen, die andere Tür zu öffnen. Keine Falle. Nein! Das war wie so ein wilder Hühnerhaufen. Sind alle gegeneinander gelaufen. Oh, sie ist tot. Ey, das ist so scheiße. Jetzt fühle ich mich alt. Alle sind tot, außer ich, weiß. Und ich habe die alle geblockt. Oh. Ich schreibe jetzt nicht GG. Das mache ich nicht. Oh, das ist ja so mies, Alter. Na, kommt da irgendwas im Aftergame-Chat? Oh, nee. Oh, sie ist gequittet. Huh. Bandurga. Boah, oh, nettes Profilbild. Zwei Ärsche. Hello, this is the administrator of Pornhub. We have noticed you haven't logged in for 2 weeks. Ist klar. Einfach mal auf die Pinnwand geschrieben auf Steam. Von Pornhub, natürlich! Das, solche Nachrichten kriege ich auch immer auf Steam. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Ich fühle mich gerade Fields Batman, Bro, Fields Batman. Ich bin an dem Tod von 2 bin ich inaktiv mit dran schuld gewesen. Weißt du, den David habe ich geblockt und sie hat ihn erwischt. Und die andere habe ich die Palette vor die Schnauze geworfen und dann wurde sie, zumindest hat sie den ersten Hit dadurch kassiert. Oh, fuck, Alter. Naja. Ja, schreibt auf jeden Fall, wie ihr die Folge fandet und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, cheerio, gehabt euch wohl und bye bye!